Zack, bumm, da sind wir wieder mit einem weiteren Teil Ascendancy. Oder Ascendancy oder whatever. Wir müssen mal gerade gucken. Ich habe hier kleine Bauprojekt. Das bedeutet, hier wird ein künstlicher Hydroponiker gebaut. Wie schaut es hier aus? Die Schiffswerft. Ich mache es einfacher. Ich zeige euch noch so ein bisschen vom Spiel. Den Bildschirm kennen wir ja schon und wir können es relativ 3D drehen und wenden, wie wir wollen. Das heißt, wir haben hier diesen Haufen, jetzt sind wir ganz hinten, jetzt drehen wir es wieder zurück nach vorne. Oben, unten, links, rechts, wie wir wollen. Ups, ich möchte es gerne wieder. Nee. So. So, damit kann ich leben, obwohl so finde ich es gerade ganz gut. So. Dann kann ich sehen, welche Sternstraßen mir schon bekannt sind, welche Systeme mir gehören und relativ sicher zu meinem Einflussbereich gehören. So. Dann gehen wir jetzt hier auf Planeten. Hier kann ich einmal gucken, was gerade im Bau ist. In Primula 3 ist nämlich nichts gerade im Bau. Hier kann ich auch nichts Vernünftiges bauen. Also baue ich eine Wohngapsel. Na? So, kehren wir hier zurück. Hier haben wir auf Geminorum. Haben wir auch gerade kein Projekt. Das bedeutet, buff. Bauen wir hier... So. Bauen wir hier einfach eine Fabrik. So, was haben wir hier? Fabrik. Künstliche Brot. Ja, alles klar. Soweit erstmal alles fertig. Aha. Subtaken. Die haben wir letzte Mal, ich sag mal, nicht so ganz freundlich, übernommen. Wir bieten euch den Frieden an. Aha. Frieden. Ach, kommt schon. Naja, wir können es mal versuchen. Ja, ja, bla bla. Okay, ist nicht so einfach unbedingt immer. Na gut. Wir sind die kleinsten. Wir haben am wenigsten Kolonien und am wenigsten Flotte, sehe ich gerade. Was nicht weiter schlimm ist, denn wir holen uns den Kram schon. So. So, die Fabrik ist fertig. Wir können jetzt hier auch mal wieder... Ich baue hier nochmal einen Forschungscampus. 4 Planeten, 2 Sternstraßen. Was seid ihr denn? Handschlagmittel. Ach, herrje. Da will ich hin. Sehr schön. Das wird dann meine Kolonie. Und zwar möchte ich die hier gründen. Damit verliere ich ein schwarzes Feld und kann direkt ja, loslegen quasi. Mit einem Agri-Plot. Orbit verlassen. Und wir fliegen mal dahin. So. 2 freie Bevölkerung, dann bauen wir hier noch eine weitere Wohnkapsel. Was sagt denn unsere Forschung? 51 Tage. 2 freie Bevölkerung. Wohnkapsel, das wird jetzt langsam ein bisschen kritisch. Moment, was sagt denn Ausrüsten? Ah, das habe ich ja übernommen.
Ne, Moment. So. Parabulsa bleibt bestehen, der Name. Hm, wo sind denn meine Schiffe? Ah, Orbit verlassen. So. Hm. Will ich nach Synthos? Moment, jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich möchte nach Eumenides. Hä? Ah, da möchte ich hin. Zwei freie Bevölkerung. Ja, Mai. Wohnkapsel. Im Moment kann man da gar nicht. Vier Planeten. Minione. Minione. Schmutz. Gehen wir mal dahin. So. Explo 1 könnte ich eigentlich mal verschrotten. Das Ding ist Müll. Na, wie dem auch sei. Ich baue erstmal eine orbitale Raketenbasis. So. Bentenmaru. Ah. Okay, es ist gerade nicht so einfach. Ja. Jetzt aber. Jetzt hängen. Oh, die haben auch Waffen. Zum System. Ich kann auch gar nichts mehr machen. So. Meine Schilde. Was sagt das Schiff? Ah, ich habe keine Scanner an Bord. Das ist natürlich jetzt blöde. Nein! Da klingelt auch noch das Telefon. Ich bin gleich wieder da. Irgendwie. So, wieder da. Mein Schiff liegt hinterher. Primula, zwei freie Bevölkerung. Hm. Ach komm. Nein! Um Gottes Willen. Borschen Forschungscampus. So, machen wir mal. Zwei freie Bevölkerung. So. Was hast du denn jetzt? Habe ich dir jetzt... Ah, ein Invasionsmodul. Sehr schön. Orbit verlassen. Mondkapsel auf Geminorum. Dann, baue ich... Üfts. Ich würde sagen, noch eine Mondkapsel. Zum System. So, was haben wir hier? Oh, ein schöner Planet, den will ich haben. Discordia. Discordia. Kolonie gründen. Vielleicht nicht die klügste Entscheidung. Aber... Ich werde es mal so machen. So. So. Und hier. Eumenides. Das muss jetzt schnell gehen. Oh, oh. Das wird schief gehen.
Ja. Ich verliere gerade beide. Hä, welches haben die denn jetzt übernommen? Oh. Was? Wie haben die das denn so schnell geschafft? Das gibt's doch gar nicht. Okay. Keine Überlebenden. So. Wohnkapsel kümmere ich mich gleich drum. Hä? Wie kann man das denn jetzt hier drehen? Nein! Bin ich denn total blöde? Ich sehe den Planeten nicht. Oder welchen Planeten haben die eingenommen? Ah, fuck! Den da oben. Fuck. Ach, nicht hingeguckt. Naja, egal, wir sehen uns wieder zum nächsten Teil von Let's Retro Ascendancy. Und dann läuft's hoffentlich besser. Tschüss.